Und somit, hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lego Pirates of the Caribbean. Wir sind hier mit unserem Jack Sparrow am Ende der Welt und müssen jetzt versuchen, hier wahrscheinlich irgendwie zu entkommen. Wir gucken erstmal auf unseren Kompass, was der so sagt. Und gucken, dass die Ziege vielleicht ihr Blümchen kriegt. Hä? Was ist los hier? Nein, nicht du. Ah, jetzt. Da. Komm her, Ziege. Hier hast du deine Blume. Hep, Mahlzeit. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Bist du der Starke? Nee, du bist der, der schießen kann. Gut, das ist auch nicht verkehrt. Dann machen wir das eben so. Kannst du jetzt mal da hochklettern, bitte? Danke. Das ist ein Buddelschiff. Ja, super. So, und jetzt haben wir den da oben runtergeschmissen. Der hätte gern ein irgendwas. Gut. Dann gehen wir mal hier drauf. Und suchen ihm ein irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist ja eigentlich auch wurscht. Hauptsache, wir finden es. Da oben dreht sich anscheinend auch ein Buddelschiff. Wie bei uns. Gut. Eine Schippe hat keiner von euch, Jungs. Da ist das Buddelschiff. So, was haben wir noch? Wir brauchen ein Quietscherentchen. Brauchen wir ein Quietscherentchen? Für was? Wir suchen dann ein Quietscherentchen. Warum auch immer. Da ist es. Schwimmt auf dem See. Ich habe keinerlei Ahnung, für was ich das brauche, aber egal. Wir suchen nach einer Kiste. Die ist auch noch gebuddelt. Zugebuddelt vielmehr. Gut, dann gucken wir jetzt nach. Das sieht aus wie ein Kanu oder ein Schiff oder sonst irgendwas. Aha. Ah ja. Ah, der braucht Quietscherentchen. Das ist schon mal sehr gut. Dann holen wir uns mal das Quietscherentchen. Was ist denn das hier eigentlich? Was hast du denn jetzt in der Hand? Stein. Gut. Braucht kein Mensch. Aber er hier braucht das Quietscherentchen. Und wir haben einen neuen Charakter gefunden. Und wir haben das Buddelschiff. So, hast du jetzt... du bist der mit der Schaufel? Sehr schön. Na dann buddel mal schön. Ah ja.
erstmal aufmachen. Ach, das ist eine Erdnuss. Oh. Wie gut, dass ich den Film kenne. So, wir haben wieder einen neuen Charakter. Jetzt buddeln wir aber erstmal hier das Schiff aus. Die Steine sind alles Krabben. Schnell weg. Die tragen mir jetzt schön den Bug ans Schiff. Perfekt. Bald ist unser Schiff komplett. Noch ein Buddelschiff. So, dann nehmen wir uns mal den mit der... Du bist der mit der Bombe, oder? Ja. Kannst du das Ding auch ziehen? Nee. Ach, hier drüben ist auch noch. Machen eh wieder die Krabben, glaube ich. Oder? So, was muss ich jetzt noch machen? Unseren Haupt-Captain Jack. Ist hier irgendeiner in der Lage? Nee. Genau, wir reiten. Wer von den Jungs? Bombe, Pistole, Schaufel. Wir brauchen unser Heck. Was gibt's denn hier noch so? Dann jetzt. Ist hier hinten noch was? Nee. Noch irgendwas, was wir brauchen? Nee. Also machen wir erstmal die ganzen Blümchen platt. Vielleicht. Upsala. So, wir haben unser Bug, uns fehlt noch das Heck. Wir haben eigentlich alles gesammelt, was es zu sammeln gibt. Für irgendwas muss auch das Schiff da sein. Okay, wenn wir zu weit rausgehen, werden wir wieder zurückgeportet. So, ich probiere die jetzt mal alle durch. Ich nicht weiß, welche hier. Nein.
Hier geht's nirgendwo weiter. Was müssen wir jetzt machen hier? So, nochmal hier hoch. Nö. Wir reiten mal auf der Ziege hier ein bisschen rum. Brauchen wir die Ziege? Kann die das Ding ziehen? Wohl eher nicht, oder? Doch, Tatsache. Sie kann. Oh Mann. So, jetzt helfen die Krabben wieder aus. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? So. Anker hoch. Und los geht's. Oder auch nicht. Muss ich hier noch was machen? Ach so, ja. Genau, ich muss ja mein Schiff noch ins Wasser ziehen. Na komm, helft mal. Für was seid ihr da? Ja, das war ja knapp. Hätte ich 5 Minuten länger gebraucht, wären sie ins Wasser gefallen. Der ist so bescheuert, der Kerl. So, Captain Barbossa. Jetzt müssen wir alles leer machen. Wir brauchen sämtliche Crewmitglieder, damit das Schiff sich drehen kann. Ganz nach unten. Ach hier, das ist doch unser kleiner
Pyromane. Kann der nicht auch hier das mit Silber durchschießen? War da nicht was? Ja. So, da haben wir Nummer 1. So, ein Kurbelchen für was auch immer. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal hier die Kiste hier hinter ins Eck. Ach, ich muss die Treppe hoch, sonst geht's nicht. So, dann haben wir auch gleich die. So, jetzt haben wir auch den starken. Gehen wir mal weiter runter. Hier schläft einer. Okay, das wird nicht so. So, warte. Komm her, kurzer. So sollte es gehen, um den Herrn hier zu wecken. Und schon ist der Mr. Gibbs wach. Geht's hier noch weiter nach unten, oder? Uns fehlen noch ein paar Leute. Haben wir hier oben noch ein paar vergessen oder was? Bla bla bla, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Upsa. Was irgendwas mit dem Fass, was wollen wir damit machen? Ich muss mich beeilen, die Batterien sind gleich leer. Machen die da? Okay, da hängen noch zwei. Die sind am Reparieren und es wackelt schon. Sehr schön, aber es wackelt eben noch nicht genug. Ein Buddelschiff. So. Let it roll. Der pennt auf dem Steuerrad, auch nicht schlecht. Warte mal. Hier haben wir ja Fackeln. Nee, halt, stopp, hoch. Hier haben wir die gebraucht. Was ist denn das für ein komisches Vieh wieder? So, da haben wir wieder zwei. Drei sogar. Das heißt, jetzt fehlen noch zwei Leute. Ah, lass mich raten. Sind hier oben irgendwo?
Oh. Spring da mal dran jetzt. Da hängt einer an dem. Na super. Der Pfeifenkopf hat auch wieder kein Dings. Okay, sind alle schon kräftig am Laufen. Ich guck mal, ob ich den Dings da noch bekommen kann. Hier den Typen mit dem Piraten. Ja, den muss ich auch bekommen. Sehe ich gerade. Der gehört mit dazu. Das heißt, ich muss irgendwie es schaffen, dass ich den da runterschieße. Ist noch ein Buddelschiff. Können wir nur mit der Madame holen. Gut, ich muss mit jemand anders hier hoch. Captain Barbossa. Komm, schwing die Haxen. Ah, okay, jetzt kann ich einfach nur die Kiste runterlassen. So geht's natürlich auch. So, wo muss ich jetzt noch hin? Warte mal, jetzt holen wir uns erstmal wieder hier den. Und dann müssen wir hier die Kiste zerstören. Bam. Und das Buddelschiff einsammeln. Jetzt hängt das Kabel hier. Ach nee, das hängt immer noch da. Mir fehlt irgendwie jetzt noch der Typ, der da oben schläft. Aber wie komme ich? Wo finde ich die Dings? Ich brauche die. Ja, warte mal. Wow! Das erste Mal wahrer Pirat. Sehr geil. So, ich muss da hoch. Laut der Beschreibung hier. Laut dem Pfeil. Dann gehen wir auch nochmal hoch. Ich weiß noch nicht wohin. Oh, ey, das ist so ein Kack mit der Perspektive. Sag mal. Nee, das war's nicht. Was will denn der von mir als mit dem? Dem Seil. Ja. Alles schön und gut, aber ich brauche ja noch. Das ist doch Kacke. Wo kriege ich denn jetzt den letzten Typen her? Ich habe keinen Hammer.
Hat der andere einen Hammer? Nö. Was hängt denn da für ein Dings? Ist denn das jetzt? Das ist der Anker. So, noch mal runter oder was? Vielleicht nehmen wir hier so eine Fackel. Oder? Will, du bist am Pennen. Ungünstig gerade. Ich gehe noch mal runter. Ich gucke nur, ob ich unten was vergessen habe. Kann ich nichts machen? Ist hier irgendwo ein Hammer? Vielleicht, dass ich das dann noch reparieren kann oder so? Ne, hier ist noch eine Kurbel, aber die kann ich ja nicht mehr. Nee. Das gibt's auch gar nicht. Nee, es langt nicht. Wir brauchen noch den einen Mann, glaube ich, oder? Es langt nicht, es langt nicht. Wie kriege ich den hier oben wach? Ah. So vielleicht. Jetzt aber. Oh Mann, das muss man erstmal drauf kommen. So, jetzt aber. Und da haben wir es geschafft. Konnte ja keiner riechen, dass man das Steuerrad zerschießen muss. Mensch, Mensch, Mensch.
So. Der nächste Schritt folgt. So, und somit haben wir auch Davy Jones' Reich erobert und abgeschlossen. Und wir sind zum ersten Mal wahrer Pirat geworden. Klingt doch schon mal ganz gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Kapitel von Fluch der Karibik, Lego Pirates of the Caribbean wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr zufällig reingeschaltet habt und das, was ich euch hier gezeigt habe, gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Macht's gut und ich sag tschö mit Ö.